14. Wie alt ist man denn mit 14? Balu, Telly, Telly, Telly. Nicht wie Puppen. Töte ihn! Wow! Jungs, es tut mir leid an meine guten Kollegen. Du warst in Camps, ne? Ich war in Camps. Also, wir können uns aussuchen. Erst rosa oder erst braun? Erst Willi. Ich hab Willi in Camps gesehen. So. Kann es jemand bestätigen? Weil ich würde ja, so... Ich ja, ich auch. Na, dann, ist es wahrscheinlich, dann ist es Sydney auf jeden Fall. Schon mal. Ich war's und ich hab Eli nirgendwo gesehen. Ich konnte noch schneller. Ich hab meine Task in Storage gemacht. Und da haben wir bald die 300k, das ging so schnell, Chat. Welcher Platz waren wir in den Trends? Hä? Welcher Platz waren wir in den Trends? Ah, ja, das also, auch. Sonst, da, was? Geil, die geil. Seite, da, drei danke, waren wir. Chat. Ihr habt das möglich und gemacht. Und du so, Edi? Kuss. Wir waren, was jetzt? Chat, ich konzentriere mich jetzt so krass, okay? Relativ simpel. Da kommt nichts, Willi, da kommt nichts. Oh, großer, das war's, jetzt musst du hab's, noch... Hab's. Einfach und simpel. Hab ich von dir, großer. Was ist das für eine Zitrusfrucht? Hä? Nein, nein, du merkst selber, dass es Quatsch ist, Willi. Großer, das ist so eindeutig. Hä, da kommt ja auch gar nichts mehr von dir. Da, Eli, gebe ich dir recht, Sidney, auch nehme ich Frankfurt. Hä? Ja, aber sagst euch immer wieder, das geht genau an euch beiden Patienten. Eure Freundin werdet ihr nicht irgendwo im Club halb angesoffen mit verklebten Haaren und weiß ich nicht was im Club kennenlernen. Geht doch mal in Dunjatsk-Streda ins Kaufland an die Fleischtheke. Da lernt ihr eure Freundin kennen. An der Fleischtheke. Ja, die holt gerade für ihre Oma zum Weihnachten so einen Gänsebraten, weil sie ein richtig gutes Mädchen ist. Was denn? Da lernst du deine Freundin. Hey, I like your hair. Ja. Geil. Guckt euch an, ich krieg eine Gänsehaut! Da kommt unerwartet, ja? Der kam so aus. Der kam so von unten, der Mensch. Ach, da drüben läuft alles rund. Der kommt so aus der Hölle, Digga. Er sagt, ich krieg eine Gänsehaut. Guckt euch an, was wollt ihr denn? Da stimmt alles. Du liebst den, ne? Wirklich abgöttlich. Guck mal, wie sein Gesicht, wie glatt das alles ist. Männer, schaut uns mal an. Guck mal, wie sympathisch der da auch sitzt. Voll ordentlich und so. Wenn ich eine Tochter hätte und das ist so der Freund, dann würde ich sagen, hey, Süße, mach das mit denen. Ja, wenn ich die nachts höre, da ist kein Problem. Bring dir Wasser danach. Hier, trink was. Ich sitze dann mit denen unten in der Küche, wenn er runterkommt. Mit so einem weißen T-Shirt. Und mit meiner Hand so an dieser Theke von der Küche. Kennst du das? Und mit den eigenen Glas in der Hand. Und? Wie war's, Großer? Gib dir so einen Klaps auf der Schulter. Also, hä? Sonst? Alles gut? Ey, meine Spieler laufen nicht komplett durch, irgendwie. Ich hab diskonektiert! Nein! Das ist natürlich unangenehm. Das ist natürlich. Ich hab einfach meinen Fuß verletzt. Ich kann mich nicht mal mehr aufregen, ich hab da so Schmerzen. Die versteht ja, was ich sage. Ja. Siri, findest du mich hübsch? Nein, finde ich nicht, du hässlicher Vogel. Junge. Es ist ja, so sie hat recht. Der Satz hätte von mir kommen können. Es ist so unheimlich. Es ist so unheimlich. Siri, habe ich einen großen Penis? Nein, hast du nicht, du Knecht. Dein Polar ist mies klein. Ich will euch erstmal noch die zwei anderen Schlafzimmer zeigen. Hier haben wir Leute, die... Digga, mal. Hallo? Hallo? Willi? Oh mein Gott.
Hallo Eli, wie lange bin ich nicht mute? Ich sehe gerade auf mein Handy den Discord. Was hat man alles gehört, Eli? Habe ich irgendwas Schlimmes gesagt? Schlaf schon, großer. Du redest hier mit einem Bundesliga-Experte, Junge. Jedes Wochenende bin ich da. Sag mir einen Spieler, sag dir, wo er spielt. Ezebue. Wer? Ezebue. Weißt du's? Ja. Hast du's gegoogelt? Nein, Bro. Weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, der spielt bei Köln, Rechtsverteidiger. Eli, ich frag dich. Ja. Amos Pieper? Ja, weiß ich. Wer? Amos Pieper. Keine Ahnung. Innenverteidiger Bielefeld. Stammspieler. Mann, Digga. Octavio? Mann, Digga, du nimmst ganz. Nein, ganz kurz. Hä? Warte mal, du willst mir gerade sagen, du kennst nicht Octavio. Ich bin dran. Oh Gott, das ist peinlich. Doch, wolltest du. Hallo, Großer? Willi, aggressiv spielen, Doppelkick. Ich bin aggressiv. Wo bist du? Ich bin Communication und ich bin killsüchtig. Red mit mir. Okay, ja. Ich komm zu dir, Doppelkill machen und dann kurz chillen. Uns beide kann. Ja, okay. Ich bin mit Momo und kannst kommen. Warte noch auf Nennel, okay? Können wir nicht? Ich hab's gemacht. Warte noch auf Nennel, okay? Ich mach mich aus dem Staub. Warte, ich bin wieder Wind. Tivoli. Ich werde heute niemanden beleidigen, ich werde nicht ausrasten, ich werde niemanden bei Instagram entfolgen, sonst verlose ich eine 30er PSN-Card. Ich werde gar nichts machen, Ich bin ein ruhiger, ein friedlicher Mensch heute. Ein paar Sekunden später. Was ist das denn? Echt, du Ananas, ich entfolge dir auf Instagram. Hab ich schon wieder eine Krawatte bei dem Knecht? Freunde, es ist so schlimm, diese... Ich werde jetzt hier jemanden auf. Achso. Willi werde ich nie wieder folgen, Sydney werde ich nie wieder folgen. Die kriegen mich mit Absicht, Freunde, weil die wissen, dass ich mich immer so aufrege über diese kleinen... Ich werde nicht ausrasten, ich werde niemanden bei Instagram entfolgen, sonst verlose ich eine 30er PSN-Card. Freunde, Hashtag Medion in den Chat. Moinsen. Alles fit? Ist da. Moin Jungs, wie geht's euch? Gut dir? Auch gut. Dankeschön. Auch gut dir, dank. Ja, Ding, wie läuft dein Weekend League? Ja, wir sind gerade 18-0, wie ist das in die letzten krass. Bitte, egal wer Imposter ist, killt Eli zuerst. Egal wer Imposter ist, killt Eli. John, Innenverteidiger. Ja. Echo. Digga, wer hat so ADHL? Ja, ja, ja. Wie gut. Sidney, geh einfach. Hey. Oh, hallo. Ja, und sonst ist alles gut. Wisst ihr, wie ich mich fühle? Wenn ich die Duck, die Entenspiele gucke, Freunde, dann fühle ich mich wie so ein Vater, der seine beiden Jungs einfach so auf dem Sonntag irgendwo nochmal abholt, sich das Spiel anguckt und immer mitfiebert. So fühle ich mich mittlerweile. So immer, das sind meine kleinen Jungs, meine kleinen beiden Racker, Freunde. Wir haben einen neuen Transfer, Freunde. Kannst du dich mal kurz vorstellen? Niklas, 22, ledig. Froh, dass ich hier sein darf und ledig. Immer weiter. Ich würde einen seitlichen Vorwärtsseitum mit guter Landung hinkriegen. Okay, dann sagen wir jetzt einen seitlichen Vorwärts mit einer guten Landung, wie du das... Ja, probiere ich. Also ich kann nichts garantieren. Seitlicher Salto mit seitlicher Landung.
Eli Götter nimmt gegen Gregor. Und die gebe ich dir gleich mal die Richtung vor. Gleich mal an Jeff Hardy zwei Dinger geben. Hey, aber warum? Mann, Digga, ich halte dich. Oder leitet sie weiter, er hat einen Zockwurst. Warum kann ich denn nichts drauflegen? warte mal jetzt ganz kurz. Ach so. Ich glaube, ich gebe dir mal eine Richtung vor. Der Kuh liegt da richtig rein, Leute. Was hat Eli gemacht? Ich glaube, heute ist sein Tag. Es ist unglaublich. Bei mir ist irgendwas kaputt. Digga, guck mal, sind dies mit Zunge. Digga, was macht er mit seiner Zunge? Achso. Oh, Titties. Show. Are we gonna sleep? Titties, please. Oh. La Imputata Matteo Grr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